Mit der Automatisierung des Sicherungs- und Signalwesens erhöht sich die Leistungs- und Durchlassfähigkeit der damit ausgerüsteten Streckenabschnitte. Herkömmliche Sicherungsanlagen werden durch Gleisbildstellwerke ersetzt. Bei Strecken mit automatischem Streckenblock sind Blockwärter nicht mehr erforderlich. Selbst Blocksignale haben ihre Aufgaben übernommen. Das Prüfen des Freiseins der einzelnen Blockabschnitte und die Steuerung der Selbstblocksignale erfolgen über Gleisstromkreise und andere zugbediente Gleisschaltmittel. Das Besetztsein von Blockabschnitten und mögliche Störungen an Sicherungsanlagen haben zur Folge, dass das rückliegende Hauptsignal in der Haltstellung verbleibt. Da kein Betriebseisenbahner das Freisein des Abschnittes feststellen kann, wird die volle Verantwortung in solchen Fällen dem Triebfahrzeugführer übertragen. Dem Triebfahrzeugführer wird der Auftrag zum permissiven Fahren durch besondere Mastschilder an den Lichthauptsignalen erteilt. Liebe Kollegen, wir haben uns das letzte Mal unterhalten über das permissive Fahren. Wir wollen heute an einem Übungsbeispiel demonstrieren, wie sich der Triebfahrzeugführer vor einem haltzeigenden Hauptsignal mit weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißem Mastschild zu verhalten hat. Kollege Lenzke, das Beherrschen der Vorschriften beim Anwenden der permissiven Fahrweise ist Grundvoraussetzung für das richtige Verhalten des Triebfahrzeugführers. Der Triebfahrzeugführer muss den Zug an diesem Signal anhalten. Er darf, nachdem er das Mastschild weiß-schwarz-weiß-schwarz-weiß eindeutig erkannt hat, ohne Auftrag des Fahrdienstleiters vorbeifahren und permissiv weiterfahren. Permissiv fahren heißt, stets so vorsichtig zu fahren bis zum nächsten Hauptsignal, dass der Triebfahrzeugführer den Zug vor plötzlich auftauchenden Fahrzeugen mit Sicherheit zum Halten bringt. Wie wird das Gelernte nun in der Praxis angewandt? Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Kontrolle durchgeführt. Ein Signal mit weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißem Mastschild zeigt der Halt. Wie werden sich die Triebfahrzeugführer verhalten? Dieser Triebfahrzeugführer handelte zunächst richtig. Er hielt vor dem Signal. Auf der permissiv zu durchfahrenden Strecke überschritt er jedoch die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Das Tachometer pendelte zwischen 60 und 70 Kilometer pro Stunde. Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen, die bereits zu Auffahrunfällen geführt haben. Auf dem nächsten Bahnhof wurde er deshalb von der Kommission gestellt. Kollege Triebfahrzeugführer, Sie haben die Messstrecke nicht mit 50 Kilometer pro Stunde, sondern mit 70 Kilometer pro Stunde durchfahren. Wie verhalten Sie sich dazu? Der vor mir liegende Gleisabschnitt war frei. Es befanden sich keine Fahrzeuge im Gleis. Das nächste Einfahrsignal zeigte bereits einen Fahrtbegriff und ich wollte die Fahrzeit nicht unbedingt verlängern. Und es konnte ja nichts passieren. Kollege Triebfahrzeugführer, Sie melden sich unverzüglich am Ende Ihrer Dienstschicht beim Leiter Ihres BWS. In seinem Heimatbahnbetriebswerk wird eine Auswertung erfolgen. Ein anderer Triebfahrzeugführer fuhr langsam an dem haltzeigenden Signal mit weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißem Mastschild vorbei. Damit hat er unzulässig ein Haltsignal überfahren. Hier handelt es sich um einen schweren Verstoß gegen die Dienstvorschriften, der entsprechend geahndet wurde. Wiener, Instrukteurenbahnbetriebswerk Berlin-Ostbahnhof. Kontrollgruppe für permissives Fahren der RBD Berlin. Kollege Triebfahrzeugführer, Sie haben das Selbstblocksignal 839 bei HL13 ohne Halt überfahren. Was sagen Sie dazu? Ja, das stimmt. Ich habe das Signal zwar aufgenommen, da ich aber den vorliegenden Streckenabschnitt einsehen konnte und kein Hindernis im Wege war und die Einfahrt ebenfalls frei zeigte, habe ich die Geschwindigkeit lediglich ermäßigt auf ca. 20 km/h und bin am haltzeigenden Signal vorbeigefahren.
Kollege Triebfahrzeugführer, aufgrund Ihres Verstoßes gegen die gültigen Dienstvorschriften werden Sie hiermit sofort vom Dienst abgelöst. Sie, Kollege Triebfahrzeugführer, übernehmen den Zug. Doch so ein schweres Fehlverhalten bildete bei dieser Kontrolle eine Ausnahme. Von anderen Triebfahrzeugführern wurde jedoch in vielen Fällen die vorsichtige Fahrweise innerhalb der Geschwindigkeitsgrenzen nicht eingehalten. Wie sagte doch der Triebfahrzeugführer? Und es konnte ja nichts passieren. Zu dieser Aussage ein Beispiel. Ein Triebfahrzeugführer fährt bei Haltzeichensignal permissiv in einen Streckenabschnitt ein. Er wählt die Fahrgeschwindigkeit entsprechend den vorhandenen Streckenbedingungen. So ist zum Beispiel dieser Abschnitt durch Brücken und Kurven schlecht einsehbar. Ein Zug steht im Fahrgleis. Dieser wird vom Triebfahrzeugführer jedoch rechtzeitig erkannt und er bringt sein Triebfahrzeug sicher davor zum Halten. Wäre er in diesem Abschnitt zu schnell gefahren, hätte die Fahrt so enden können. Durch Nichtbeachten der vorsichtigen und den Witterungs- sowie Sichtverhältnissen angepassten Fahrweise kam es zu diesem folgenschweren Bahnbetriebsunfall beim permissiven Fahren auf dem westlichen Berliner Außenring. Der Sachschaden ging in die Millionen. Entscheidend für die Sicherheit beim permissiven Fahren ist, dass die mögliche Sichtweite auf dem vorliegenden Streckenabschnitt stets größer als der erforderliche Bremsweg des Zuges sein muss. Die Schnellbremsung eines Güterzuges mit einer Zugmasse von 1500 Tonnen und 40 Bremsprozenten. Fahrgeschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt 50 km pro Stunde. Bei einer Reaktionszeit von 2 Sekunden benötigte der Zug 438 Meter bis zum Halt. Bei einer Geschwindigkeit von nur 15 Kilometern sind es noch 79 Meter. Bei einer Geschwindigkeit von nur 5 Kilometern, das heißt Schrittgeschwindigkeit, noch 18 Meter bis zum Halt. Jeder Triebfahrzeugführer hat im Rahmen der festgelegten Geschwindigkeitsgrenzen bei permissiver Fahrweise stets selbst zu entscheiden, wie schnell er den Strecken- und Witterungsverhältnissen entsprechend fahren kann, um Auffahrunfälle zu vermeiden. Bei Dunkelheit bzw. unsichtigem Wetter tritt noch eine weitere Gefahrenquelle auf, die durch die Arbeit der örtlichen Betriebseisenbahner wesentlich beeinflusst wird. Sie haben für ordnungsgemäße Spitzen- und Zugschlusssignale an den Zügen zu sorgen. So sind zum Beispiel die Fahrdienstleiter von Bahnhöfen an Strecken, auf denen permissiv gefahren wird, in erhöhtem Maße verantwortlich für die Überprüfung einer vollständigen Zugschlusssignalisierung. Dazu enthalten die Fahrdienstvorschriften besondere Bestimmungen. Unser heutiges Dienstunterrichtsthema befasst sich ja mit dem permissiven Fahren und mit dem Verhalten auf Automatikstrecken. Ein Kollege von uns hat sich in den letzten Tagen verkehrt verhalten und wir wollen anhand dieses Beispiels mal das permissive Fahren erläutern. An einem Signal weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß gekennzeichnet. Die Bestimmungen des permissiven Fahrens sind regelmäßiger Bestandteil des Dienstunterrichtes, wobei auch Verstöße ausgewertet werden. Wie Sie wissen, ist ja auf diesem Abschnitt erst vor kurzem ein folgenschwerer Bahnbetriebsunfall gewesen mit hohem Materialschaden, der die gleiche Ursache hatte. Er ist in diesem Falle
Die Auswertung der Verstöße hat bei den Triebfahrzeugführern in Wustermark zum Nachdenken geführt. Ich möchte nochmals an Sie appellieren, dass Sie streng die Vorschriften des permissiven Fahrens einhalten und die Geschwindigkeit nach den Helligkeitsverhältnissen und den Sichtverhältnissen einrichten. Sie allein als Triebfahrzeugführer haben es in der Hand, entsprechenden Schaden zu vermeiden. Kollege Lallinger und auch Kollege Stolpmann demonstrierten Verhaltensweisen, die zu Unfällen führen können. Beide Triebfahrzeugführer sind verdienstvolle und disziplinierte Eisenbahner des Bahnbetriebswerkes Wustermark, die sich für die Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Der gezeigte Unfall und die Verhaltensweisen machen jedoch deutlich, dass fahrlässiges und verantwortungsloses Handeln noch nicht überall der Vergangenheit angehört. Jeder Betriebseisenbahner und vor allem jeder Triebfahrzeugführer muss sich darüber im Klaren sein, dass permissive Fahrweise erhöhte Aufmerksamkeit und anwendungsbereites Wissen verlangt. Sicherheit geht in jedem Fall vor Pünktlichkeit. Wenn alle Dienstvorschriften diszipliniert eingehalten werden, so ist auch beim permissiven Fahren die Betriebssicherheit gewährleistet.